So, weiter geht's mit Dark Souls. Schon laut. Ja. Schau mal. Ja, gerade. Ja, super. Sorry. So. Wo war ich denn? Habe ich gerade den Taurus-Demon besiegt und... Ah, richtig. Hab hier die Abkürzung freigeschaltet. Okay. So, jetzt holen wir uns einfach mal freie Seelen ab. Wenn ich ein wirklicher Nahkampfcharakter wäre, würde ich jetzt hier mit dem Bogen dem Drachen den Schwanz abschlagen. Ja, klingt merkwürdig, ist aber so. Habe aber keine Verwendung für das Drachenschwert, also lass ich's. Ich soll's so Späße lassen. Hier ist man schon ganz schön schwach. So. Oh Gott, die Ratten. Na gut. Oh oh, oh oh. Ich will nicht vergiftet werden. Dann ziehen wir uns nochmal zurück. Very gut. Schade. Ratten bringen ganz gerne Humanity. Aus irgendeinem Grund. So. Hier oben ist ein ziemlich krasser Gegner, deswegen gehe ich da nicht hoch. Das hier, ja, kann ich von der anderen Seite aufmachen. Aber gerade mit Humanity in der Tasche gar keine Lust zu sterben. Das dürfte relativ häufig vorkommen dann. Der Backstem funktioniert ja auch hervorragend, Leute. Oh nein, der Eber. Eber ist ein relativ starker Gegner. Oh Gott, kommt er schon? Nein. Na gut. Damit kann ich noch arbeiten. Das war falsch. Na komm. Funktioniert das? Ja. Yeah.
Ui. Okay. Hm? So. Hm. So. Noch jemand da? Nein. Gut. Mist. Auch Mist. Ah, super. Er ist total anfällig gegen Magie. Gegen Dings sowieso. Also machen wir das halt auf den... Oh, oh. Wieso... Wieso funktionieren jetzt nicht mal Firebombs? Total lustig. Ja, genau. Und dann ziehe ich mich wohl mal lieber zurück, weil genau sonst das passiert. Grandios. Sind wir nicht der Streamer? Der Stream funktioniert hervorragend, wie schön. Ich frage mich gerade echt, warum der Eder nicht mehr auf Firebombs reagiert. Normalerweise sind die relativ effektiv gegen den. Hm. Finde ich jetzt schlecht. Naja. Komm, freie Seelen. Jetzt darf ich nicht eigentlich sterben, weil da hinten liegt eine Humanity von mir rum. Also beim Eber. Die sind schon nicht so stark. Auch gut. Dat Ass. Also, geht doch. Nicht mit einem Backstep getötet. Magier sind schon toll. Oh. Uiuiui. Wenigstens das funktioniert noch. So, jetzt ist Ruhe.
Digga, noch schlimmer. Oh nein! Puh, das war knapp. So, und hier sind auch keine Gegner mehr. Schön. Also kommen die alle von hier. Ja. Yep. Boah, ganz groß. Wenigstens der Backstep-Schaden ist okay. So, ich muss doch irgendwo noch einer umrennen. Ja, da. Ja. Den Spaß gönne ich mir jetzt nicht. So, ja, was mache ich jetzt mit dem Eber? Also, auf normalen Schaden reagiert er ja nicht so. Der denn her? Wenn der Backstep-Schaden hier so okay ist. Wo ist der Ebel? Okay, da. Na toll. Ganz großes Kino. Oder liegt das einfach an der Rüstung? Backstep ihn doch, verdammt! Ah! So. Jetzt hol ich mir erstmal mein Zeug wieder. So. So, ein Backstep sollte jetzt reichen. Backstep, sagte ich. Oh Gott. Mann! Verdammt! Magier sind ja schon toll. Wenigstens kriege ich so ein paar Seelen zusammen. Ist ja auch schön. Gut, hervorragend. Nein! Verdammt. Gut, wenigstens das. Aber ich bin jetzt vergiftet, verliere jetzt dauernd HP. Und auf dem Level ist das noch echt bedrohlich. Und deswegen gehe ich wieder zurück zum Bonfire, um mich zu heilen. Ich darf es auf keinen Fall sterben. Also noch im Moor. Hm.
Nein, nicht schon wieder. Oh. Geht doch. Jetzt kommt ja nur noch eine Ratte. Geht doch. Lassen? Nein. Alles nicht so die tollsten Sachen. Das könnte so einfach sein. Ach, da kommt noch einer. Wir haben ja Magie, also setzen wir sie auch ein. Jetzt kommt der Eber dran. Ich glaube, hier hinter war ich noch nie. Ach, ausnahmsweise mal nix. Gut. Nein, verdammt! Mann. Wow! Ah! Jetzt weiß ich auch, wo. Oh nein! Nein! Boah! Okay, ist er tot? Nein. Toll. Voll fast. Das ist echt unglaublich. Also. Naja, jetzt hinterlässt du diesen scheiß Helm? Nee, nicht mal, na toll. Na gut, Helm wäre eh scheiße. Jetzt hab ich durch all mein Estus aufgebraucht. Na, aber es kommt ja bald ein Bonfire wieder. Na komm. Okay, wer den billigsten Hollows mit zwei schweren Attacken nicht kaputt kriegt, sollte sich echt mal Gedanken machen. Ich brauche dringend einen anderen Waffe. Dringend. Hilfe!
Nicht schön, das Ganze. Nicht schön. Mystery Key. Ich weiß schon gar nicht, was der macht. Aber das werde ich sicherlich rausfinden. Ja, Zentimeterarbeit war ja schon immer meine Stärke. Ich halte es langsam für eine schlechte Idee, so einen Magier angefangen zu haben. Aber nur langsam. Gut. Ist zu ihm kein Boss, soweit ich weiß. Sniper-Head. Ja. Hier ist... Genau, da muss ich nachher noch hin. Oder warte mal, eigentlich... Ich bin ein Magier! Boah. Das war ja echt einfach. Ich glaube, der Schild ist für mich noch gar nicht so... Also, der Schild ist super. Aber ich kann ihn noch nicht tragen, natürlich. Schade. Also lassen wir das. Sterben? Also. Oje, oje. Gleich kommen noch mehr Balder, glaube ich. Okay, ich bin bald am nächsten Bonfire. Oder? Ja, ich kann auf jeden Fall die Tür wieder aufmachen, dann schon mal etwas. Oh Gott, da kommt der nächste Balder. Titanite-Shard, das ist gut. So, jetzt machen wir erstmal das Tor auf. So. Bist du her? Basement Key. Okay, bevor ich mich hier in die Kirche traue, gehe ich zum Bonfire. Das ist hier nämlich ganz in der Nähe. Könnte ich jetzt eigentlich auch meine Soul Arrows raushauen.
Jetzt muss ich aufpassen. Oh je. Ah, sehr schön. Der kommt zu mir. Jetzt geht's erstmal zum Bonfire und zum Schmied. Wie schön. Vitality kann nicht schaden. Intelligence kann ich schaden. Ein Attunement kann ich schaden. Eigentlich könnte ich auch. Ich will eigentlich gar keine Humanity ausgeben. Ja. Blacksmith verhält. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require anything, then speak to me. Ja. Ich brauche einen Schmied. Ich pariere mal meine Ausrüstung, mal gucken, was verkauft er im Titanite Shards. Alles brauche ich erstmal nicht. Kauft er irgendwas, was mir hilft? Auch nicht. Und Pfeile brauche ich auch nicht. Sehr schön. Lerne ich eine Geste von ihm und schwätze noch ein bisschen. But every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. Da hat er recht. So pay them a little respect, eh? There are two types of weapon forging. There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon. André erzählt uns jetzt halt ein bisschen was über Schmieden und ganz normales Schmieden und Ascension. It alters the weapon's properties. Dazu brauche ich aber spezielle Gluten, die ich unterwegs finde. Start out with reinforcement. Ja. When that loses its charm, you can consider a section. As you've noticed, you won't make it through the night. Ja. Noch was zu sagen. Ja. Forging armor is easy, whether you forge weapons or armor, but nobody wants or whatever you do. Ja. Genau. You can forge armor. Ja, okay. Gut, okay. Ja, ich versuch's. Ich bin übrigens schon hollow. Fast. Okay, ist mir gerade noch eingefallen. Ich brauche natürlich einen Punkt Stärke. Der ist zwar jetzt gar nicht so wichtig für mich. Aber, komm, wo wir gerade dabei sind, können wir uns auch mal menschlich machen. Ich gebe jetzt einen Humanity aus, oben links, zack. Und werde jetzt menschlich. Das bin ich jetzt, bis ich sterbe.